It was the dawn of the 23rd century when mankind finally dared leave the confines of Earth. With the last of the unification wars behind them, fusion power and interstellar travel in their hands, they turned their attention to a distant star. They named it Hellion. Work began on the Expedition Project, a massive undertaking with a singular purpose: to give humanity a new home beneath an alien sky. The journey would take almost a century. It's all over. The expedition has fallen apart. Hellion is a war zone. The damn plan was a mistake. It was insane right from the start. But we can't turn back now. I just pray that someone can survive this. Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Testzone. Heute testen wir das Spiel Hellion. Ein Early Access Titel, der seit dem, ich glaube, 24.02. auf Steam erhältlich ist. Und ja, es hat Weltraum, es ist Early Access, ist genau das Richtige für uns. So, gut, ich verstehe, dass es nur eine Alpha ist. Genau, wie gesagt, das Spiel ist ein Early Access Titel in der Alpha und bietet natürlich noch nicht das, was es bieten sollte, wenn es fertig ist. Das muss man sagen, glaube ich, sonst denkt man, oh, ich bezahle keine 22,99 €. Was? So teuer für ein halbfertiges Spiel oder ein viertelfertiges Spiel oder ein zweidrittelfertiges Spiel. Nein, gut, das Spiel ist wirklich noch nicht allzu umfangreich, aber bietet jetzt schon einen verdammt guten Eindruck. Und wenn man das Geld jetzt investiert, hat man es natürlich dann auch als Vollspiel, wenn es weiterentwickelt wird. Gefahr Early Access Spiele, so ist es einfach, ne? Gut. Ich habe die Option auf volle Pulle gespielt, gestellt und Quit muss ich nicht drücken. Nein, wir gehen auf Play und da ist dann das Interessante, wir landen sofort auf einer Serverliste mit unglaublich vielen Spielern, bis zu 40 zum Beispiel, was ich sehr interessant finde. Hier habe ich schon einen Bodo-Charakter, einen Tim-Charakter gemacht, einfach nur zum Experimentieren und werde einfach mal auf einen joinen. Ich nehme einfach mal den, der hat einen guten Ping und dann dürfen wir uns was aussuchen. Entweder nutzen wir einen von den wenigen Random Outposts, viele gibt es nicht, einen frischen Start, oder wir starten da weiter, wo Tim aufgehört hat, wo er gerade stand, weil wir werden einen frischen Start wählen und dann werden wir das machen, was das Spiel von uns verlangt. Denn wir werden erstmal wach, oh, langer Schlaf in unsere Crew-Kapsel. Die super laggy ist am Anfang, weil sie einfach nur laggt, aber sonst gar nicht. Wir müssen nur kurz warten hier, ein bisschen verharren, genau, bis wir das Fenster bekommen. Jetzt sehen wir sie vernünftig. Da haben wir schon einen kleinen Ausblick in die Sterne. Das Ganze ist ein Survival-Titel, erstaunlicherweise. Ich drücke mal F. Dann geht meine Crew-Kapsel auf. Indem wir keinen Hunger und keinen Durst haben, nein, hier geht es eher um Sauerstoff, Energie und ja, nochmal Energie von dem Anzug. So, das ist meine Crew-Kapsel. Die Grafik, mega geil. Und ja, das ist unsere Startkapsel, wo wir wach werden, ohne Mitglieder. Schade, da ist nochmal der Tim drinne. Und ja, hier müssen wir sozusagen unsere Kapsel safe machen. Wir müssen die reparieren, wir müssen die funktionsfähig halten. Denn wir haben überall hier so kleine Klappen, wie zum Beispiel ein Life Support. Und da seht ihr immer wieder, wenn man das neu startet, ist das auch anders. Hier sind jetzt zum Beispiel grün, das ist jetzt gelb, das müssen wir irgendwie laden. Und wir müssen zusehen, dass wir hier Energie erzeugen. Das ist aber gar nicht so schwer. Bis hierhin habe ich das tatsächlich sogar schon geschafft. Mit einem Mini-Tutorial, was ich mir angeguckt habe bei YouTube. So eins, wo der Typ nie redet. Wir haben zum Beispiel hier eine Stelle, wo wir unser Jetpack laden können und so weiter und so fort. Hier haben wir nochmal Kanister. Die können wir aufmachen. Und da sind dann Ersatzteile drin. Hier ist nur ein Luftfilter drin zum Beispiel. Hier ist, ja, man kann es jetzt nicht lesen, warum auch immer. Da Pressure Regulator, also Druckregulatoren und so eine Art Sicherung. Ne, Airfilter-Unit natürlich, ich würde die mal Sicherung nennen, weil die aussehen wie Sicherung. Die müssen wir überall einsetzen, haben aber nicht alles zum Start, können wir uns holen. Das ist aber das Schwierige. Okay, dann gucken wir mal erstmal nach Saft. Ne, hier ist unser Power Supply. Hier fehlt nichts. Nein, nicht Cooldown. Mist, Cooldown. Offline, ich drücke mal drauf. Online. So. Power-Ups, was sagt der Power-Ups? Online? Sun-Converter, okay, wir müssen noch ein bisschen mehr reparieren.
Ja, Cooldown, das dauert seine Zeit. Habe ich gerade auch so noch nicht gehabt. Bis wir da wieder drauf drücken dürfen. Tick to toggle device on off. Mach ich doch. So. Und wenn wir das richtig machen, dann geht hier auch die Funzel wieder an. Na, dafür muss man aber hier viele Stecker und Sachen ersetzen. Wie zum Beispiel diese Sicherung, die wir gerade gesehen haben. Die ist grün, die ist orange. Das heißt, die könnte ersetzt werden. Das Coole ist, wir müssen keine Unordnung machen. Wir können das so in den Kisten legen. So. Da ist noch ein Slot frei. Nehmen wir den raus. Bam! Da schnappt er sich das aber wie ein Weltmeister. Und setzen das einfach mal hier eiskalt rein. Das ist eigentlich ganz cool geregelt hier, finde ich. Machen wir dazu. Hier ist alles im grünen Bereich. Ach, Licht ist angegangen. Sehr schön. Wir haben Saft. Wir haben auf jeden Fall schon mal Strom. Hier seht ihr zum Beispiel sowas wie Servos. Okay, das zeige ich euch lieber nochmal hier drinne. Hier haben wir ein gelbes und drei rote drin. Das ist nicht gut. Resource Injektor. Ich weiß noch nicht, wo der hinkommt. Wahrscheinlich da rein oder so, ne? Ja. Und der ist auch rot. Also da muss man erstmal selber drauf kommen, wie das hier alles klappt. Den dürfte, der hat gar keinen Platz mehr. Macht nichts. Lege ich mal daneben. Nehmen wir mal den einzigen grünen, den wir haben. Und werfen den da rein. Werfen den da rein vor allen Dingen. Zap. Ne? Und so ersetzt man hier nach und nach alle Teile. Gelb ist natürlich weniger Strom. Und man muss die Basis so gut wie möglich halten. Man kann hier die Gravity, ich sage jetzt in Englisch, Gravity auswählen, deaktivieren, dann schweben wir. Machen wir aber gleich sowieso, weil wir die Basis verlassen werden. Als allererstes werden wir immer aufmerksam auf diese Schilder, die liegen hier auf dem Boden. Die sagen mir, dass ich ein Pressure Suit Helm und sowas alles anziehen soll, damit ich hier zurechtkomme. Ja, wenn ich jetzt so ins All flitze, zu der nächsten Station, werden wir wahrscheinlich versterben. Das Ganze ist aber, wahrscheinlich werden sicher versterben, das Ganze ist aber nicht so schwer. Hier ist ein Small Medikit oder Medipack. Nicht so schwer, denn hier haben wir direkt einen Anzug, den wir einfach mal anziehen. Jetzt haben wir noch so einen Weltraum-Schlabbanzug an. Falscher Knopf. So, er. So, jetzt sehen wir schon ein bisschen stylischer aus. Na, kommst du wieder zu. Dann nehmen wir den Helm, drücken nochmal R. So, unten wunderschönes Jetpack. Das nehmen wir erst so in der Hand, immer. Da können wir auch schon lesen, wie es abgeht. Das ist aber voll. Können es uns zur Not aber auch laden. Ne, das hängt man hier dran. Dann nutzt das die Bordenergie zum Laden. Aber die sind, glaube ich, von vornherein beide voll. Das können wir jetzt auch aufhängen. An uns und dann seht ihr Jetpack offline mit T aktivieren wir das im All und können dann uns bewegen draußen zu den anderen Stationen. Gut, hier haben wir Luftfilter, das sieht auch ganz cool aus, finde ich einfach nur optisch. Also müssen hier in dieser Kapsel unser Survival einfach aufrechterhalten. Dafür müssen wir viele, habe ich jetzt eins in der Hand genommen, weil wir haben auch Menü, da ist er. Das sieht man nicht, wenn er den Anzug anhat. Das ist ja interessant. Na, jetzt kann ich damit auch nicht... Warte mal, so. Okay. Luftfilter rein. Ja, wir müssen die, wie gesagt, die Kapsel hier startklar halten. Wir verbrauchen aktuell, glaube ich, sogar Sauerstoff, wenn wir hier drin herum eiern. Wir hätten auch beide nehmen können. Wir haben ja so eine Art Menü hier, ist also ganz cool. Müssen das einfach in der Mitte packen, nimmt das in der Hand. Und haben beide... Nein, nein, falscher Knopf. Ja, es ist ja kein Wunder, dass hier Chaos entsteht. So, beide Luftfilter sind drin. Dann gucken wir mal auf den Monitor, der für die Luftfiltration zuständig ist, welcher ich nicht weiß, welcher das ist. Gut, Luftfilter sind safe. Achso, warte mal, das war der hier. Live Support. Genau, die Luftfilter haben wir beide reingemacht. Die sind beide noch sehr gut haltbar. Der Servomotor ist noch bei 48%. Und diese Air Pressure Ring Controlling ist bei 17%. Das können wir damit dann aktivieren. Hier ist noch 37%, noch 83%. Das können wir auch aktivieren. Und dann geht es uns hier schon gut. Hier seht ihr, Room List, Room Count 8. Hier sind die Korridore. Die verstehe ich noch nicht so ganz, warum hier Korridore sind. Und Staff, Chef und sowas, ob wir hier das alles erweitern. Ne? Das müssen wir rausfinden. Gut. Aber der Lüfter läuft. Der dreht sich zwar nicht, aber läuft. Hier haben wir nochmal so einen Tunnel. Da können wir dann hin und her. Ich weiß nicht, wofür der wirklich gut ist. Da kommen wir zum Beispiel von da rein. Obwohl wir einfach da reingehen können. Gut.
Ansonsten ist es hier halt wichtig, dass man sich hier immer erfrischen kann und ja, neue, ja, seine Ausrüstung und Gegenstände laden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und ja, alles, was man so braucht, wie das hier zum Beispiel, ne? Dass man die neu holt und findet. Ich bin mal ganz gespannt. So, was haben wir hier? Den kenne ich noch gar nicht. Ich traue mich gar nicht. Ich glaube, der war nicht so schlau zu drücken, ne? Anruf oder sowas. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich habe es jetzt einfach getan. Das habe ich vorhin noch nicht gefunden. Hier haben wir überall Control. Das ist aber kein Problem. Ja, die Türen gehen von alleine auf. Hier haben wir ein Cargo-Interface. Hier habe ich aber keinen Mauszeiger. Und hier haben wir tatsächlich noch so eine Art Caldrop. Ein Ohre-Kanister. Ein Ohre-Kanister. Hier haben wir nichts. Hier müsste eigentlich ein Gewehr drin stehen. Hier haben wir noch so ein, wie gesagt, Medikit. Und hier haben wir noch ein bisschen Werkzeug gehabt. So viel habe ich gefunden. Ja, das schnappt er sich einfach in seinen Anzug. Wenn man zu viel hat, dann macht das nicht mehr. Und wir gehen einfach mal raus. Und gehen looten. Ja, wir müssen looten gehen, tatsächlich. Und dafür haben wir ja eigentlich alles safe gemacht. Wir haben... So, unsere erste Schwebellosigkeit... Doc B ist das. Hier haben wir nochmal so einen Live-Support. Der war aber, glaube ich, leer. Kann man Jetpack aktivieren. So, das sollte man hier drin auch auf jeden Fall tun, denn man wird rausgeschleudert. So viel steht fest. Da hat er schon Planeten gesehen. So, grünes Licht. Door Control. Knopf drücken, komm. Und? Schnell dagegen steuern, weil man wird mega rausgeschleudert. Und man hat fast keine Schnitte dagegen zu steuern. So, das ist unsere Station. Und das ist das, wo wir jetzt als Mensch, ich denke mal, anfangen müssen zu survivalen. Ihr seht unten meinen Sauerstoff und den Druck von draußen. Die Anzugenergie und der Jetpack-Energie, die sehr schnell runtergeht. Deswegen muss man hier sehr vorsichtig sein. Das ist bestimmt der Planet, auf dem wir wollen. Oh, der sieht aber schön aus. Und ja, es kommt mega geil rüber, das Weltall, ne? Ist so. Es ist halt, glaube ich, immer random generiert hier, wo was ist. Wir haben da zum Beispiel schon eine Station, da eine unglaublich helle Sonne und da unten so einen kleinen Popel. Und da fliegen wir mal hin. Also ich habe gerade ein Video versucht aufzunehmen, da habe ich aber noch nichts geschnallt, da bin ich rausgeflogen, halb durchs Weltall geschleudert worden und bin dann zu einer von diesen drei, die ich hier gesehen habe, geflogen und das war meine Startkapsel. So, und das war natürlich doof, ne? Jetzt will ich natürlich was Neues entdecken, weil das Ding, was wir nicht sehen können, weil die Sonne so verflucht hell ist, sieht aus wie ein Raumschiff, was wir eventuell auch startklar machen können, um einfach neue Sachen zu erreichen. Man bewegt sich nur. Das sieht jetzt so elegant aus. Ich habe ein bisschen Übung einfach nur. Das ist ein schönes Raumschiff. Da hinten ist meine Station und dieses kleine Ding. Na, wir können auch von außen reingucken. Sehr schön. Die Steuerung ist WSD, ganz simpel. Ich habe noch keine Ahnung, wo es da reingeht. Das sieht doch aus wie so eine Schleuse. Grafikfehler. Hier unten. Das sieht aus, als ob wir dafür reparieren müssen, damit wir das benutzen dürfen. Das könnte sau interessant werden. Spielprinzip geil. Aber wo sind die ganzen Spieler? Ist die Frage. Uah! Da sieht er so ein Servo. Boah, ist das schwierig, ey. Wir haben ja auch nicht unendlich Energie. Ne? Dazu noch. Dass man die Sachen dann ersetzen muss draußen. Wie gesagt, da ist jetzt so ein Servo. Ist alles grün. Ne? Ist alles gut. Vielleicht haben wir Glück, können damit direkt zum Planeten fliegen. Ja, Quatsch. Ich glaube nicht, dass man landen kann. So, nicht die ganze Zeit durchpowern. Ich würde nämlich zu der Luke gerne hin. Die total intakt aussieht. Ich glaube, wir haben Glück mit dem Schiff. So. Door Control. Da gleite ich mal so langsam hin. Ich habe F gedrückt. Ich habe nochmal F gedrückt.
steht da? Pressure Hazard, okay, Gefahr. Er macht nichts. Also wir müssen das wahrscheinlich jetzt reparieren, verflucht. Rotation? Vielleicht da. Aber das ist ja einfach nur aufmachen und wir müssen vielleicht erstmal den Druck ausgleichen. Boah, ist das schwer? Oh, Airlock, liest sich doch fantastisch. Ich habe keinen Mauszeiger. Pressure 0, Suit Power 100, Jetpack 8, okay. Also wenn ihr einen Mauszeiger seht, wäre ich froh. Oder ist nur ein Infofenster? Aber es sieht nicht so aus. Ich habe T gedrückt. Das ist mein Jetpack. So, RQ. Ich kann nichts machen. Wird wahrscheinlich nicht die einzige Luke sein, oder? Gut. Oh, wir haben Jetpack rausgemacht. So. Gucken wir uns das Ding nochmal genauer an. Ich dachte, da ist alles grün. Da muss man die Teile auch mitnehmen. Da muss man aber auch erstmal wissen, welche man braucht. Ne? Das ist ja der Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Am besten aufschreiben, Timmy, ne? Das nächste Mal. So. Boah, das Schiff sieht genial aus, ne? Viel zu schnell. Was sagt man, Luft und man alles ist gut. So wie bei Subnautica, man ist halt nicht unter Wasser. Und oh, Schatten wieder was. Da unten ist ja noch ein Wrack. Und da auch. Das lange, das ist glaube ich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches unser Zuhause war. Das interessiert mich. Was ist das? Uah. Nee, das ist da, wo wir herkommen. Gar nichts ist das. Ich glaube, wir haben nur diese eine Tür. Und da habe ich den Druckausgleich nicht hinbekommen. So, da kommen wir her. Und da will ich jetzt hin. Ach, die halbe Energie, halbe Sauerstoff noch. Also wir sind ziemlich sparsam gerade. Gar kein Problem. Könnte so ein Modul sein? Warum schweben die Teile bloß hier nur so rum, ist die Frage. Und wo sind die ganzen anderen Spieler? So, ausgleichen. Okay, dann macht er einfach nur gerade. Ah! Dann sieht man wenigstens was vom Spiel. Ah! Ist das schwierig. Also das hat auch auf jeden Fall wieder so eine Tür. Ich hoffe, da darf ich rein. Das ist eindeutig nicht meine Startkapsel. Scheiße. C. Boah, ist das schwer. Ob ich die Teile alle zusammenfügen kann? Ich bin mal gespannt. Um aus den Schiffen ein Ganzes zu machen. Bisschen falsch rum, ne? Ja. Hier ist ja doof, um Türen aufzumachen. Normalerweise gehen die von alleine auf. Wir haben keinen Druck, keine Druckwarnung. Ich drehe mich mal. Wow, cool. Wie im Weltall halt, ne? Steuerung mega. Ich weiß, dass ich diese kleinen viereckigen Türen da auch aufmachen könnte. Wow. Also von außen, von innen geht's auf jeden Fall. Und auch so reinkommen. So. Kann ich die auch wieder zumachen? Weil das wäre ein bisschen sinniger, ne? So. Auf die Tür. Und... Wir haben, glaube ich, Druck, ne?
Interessant. Wir sind einfach mal reingeschmuggelt sozusagen. Jetpack aus und mal in dieser Station rein. Das ist aber nicht meine Hauptstation, oder? Boah, geht nicht. Hier drin bewegen wir uns ohne Jetpack auch sehr gut. Mann. Das Interagieren geht immer weg, wenn ich drauf drücke. F ist aber auch eine doofe Taste. Das doofe ist, er sagt dir nicht, wenn es nicht geht, und er sagt dir auch nicht, warum. Boah, ist das eine Steuerung. Kriegst du echt einen Krampf in den Finger. So, da ist ja noch eine Türsteuerung. Wollen wir die nochmal benutzen, ne? So. Uah. Das ist laut. Also hier ist schon mal keine Schwerkraft drin. Aber ich glaube Sauerstoff. Deswegen. Aha, guck mal, der sieht sogar anders aus. Sieht der Jetpack auch anders aus? Was ist das? Schwierig. Halt. Full. Der sagt einfach full. Ich weiß nicht, warum der jetzt voll sagt. Press R2. Also ich habe einen viel cooleren Jetpack gefunden. Und ausrüstet. Ach Quatsch, ich weiß warum. Wir müssen natürlich den passenden Dings tragen. Also dafür müssen wir den aber ausziehen, oder? Also ich hoffe, hier ist Luft drin. Ist aber so. Also Schwebellosigkeit, alles klar. Ich glaube, mir ist das kann, ne? Der hat ja schon einen an. Das ralle ich jetzt gerade nicht. Wir haben ja einen angezogen. Den würde ich jetzt verdammt gerne anziehen. Er sagt natürlich jetzt, dass er voll ist, weil er den schon anhat. Den anderen. Aber wir dürfen den anderen auch nicht ausziehen. Werkzeuge. Medikits. Und ich finde den anderen auch nicht. Das ist schade. Nein. Ach, ich liebe Schwebel. Dieses Schwebellose im Spielen und im Film ist einfach nur, sieht so faszinierend aus, ne? So beruhigend. Okay. Aus irgendeinem Grund kann ich meinen eigenen Anzug nicht ausziehen. Das würde ich nämlich gerne tun. Gar nicht passen wahrscheinlich. Okay, wir können das leider nicht nehmen. Also ich bin vielleicht zu doof. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Hier ist ja sonst eigentlich nichts außer dieses coole Zeugs, was bestimmt viel bessere Steuerung geboten hätte. Aber irgendwie muss man ja hinkommen. Ne? Ich schätze mal, das katapultiert mich einfach mal eiskalt nach draußen und ich bin tot. Auf jeden Fall gibt es ja Sauerstoff. Also, boah, einmal verklickt, ne? Das sieht immer aus, ob ein Gewehr drin ist, ist aber keins. Schade. Ammo Supply gibt es auch noch eine Kiste. Leer. Leer. Naja, looten wie die Großen, ne? Und Air to Equip? Nein, warte mal. Also man braucht den richtigen Anzug, damit man auch den Kram hier anziehen kann. So, nehmen wir den neuen Helm. Haben weniger Sauerstoff. Yeah, ich dachte, wir kriegen noch einen Sauerstoff. Das wäre natürlich nett gewesen. So, mit Jetpack geht's besser. Hier sind natürlich 1000 Sachen, die wir einstellen können. Und aufmachen können, denke ich mal. Ist das hier? Gar nichts. Neue Sachen? Oder auch alles leer? Wahnsinn, ne? Also mit dem Sauerstoff komme ich echt nicht weit, ne? Mach einfach Sachen. Ich habe keine Ahnung, was man jetzt soll, ne? Also
Ich sag mal, jetzt habe ich hier nichts gefunden außer einen neuen Anzug, der natürlich schon cool ist. Da kann man nur rausfliegen, würde ich sagen. Macht er auch nicht. Pull to unlock. Habe ich? Noch einer da oben? Nee. Da irgendwie ist mein Sauerstoff auch gleich alle. Press... Oh, oh. Ich drücke drauf, macht er aber nicht. Wahrscheinlich, weil mit dem Druck noch nicht was stimmt. Und hier muss man irgendwas drücken, mit Sicherheit. Was ist mein Jetpack wieder gewesen? Ich weiß der Geier, was ich da drücken soll. Gut, dass es hier andere Wege gibt. Oh, aus den Turm. Ich bin gespannt auf die nächsten Updates. Aber das ist sowas von scheiße zu steuern. Nur mit dem Jetpack geht das so einigermaßen. Eine gewisse Geschwindigkeit. Aus irgendeinem Grund konnte ich den Dings ja nicht anziehen. Ich weiß nicht warum. Schade. Muss er sich wahrscheinlich erstmal mit befassen. Lass alles rauspusten jetzt hier, komm. So sieht der Astronaut Tim aus. Er nimmt einfach jeden Hebel in der Hand. Lässt sich überall rausschleudern. Okay, Sauerstoff wird ganz knapp. So viele Wracks haben wir jetzt aber auch wirklich nicht gehabt, muss ich sagen. Da ist unser Heim. Da könnten wir uns dann wieder auffrischen für die nächste Erkundungstour. Boah, bremsen, ich will da hin. Tür. Noch wenigstens einmal sehen. Oxygen low. Oleg. Das sieht doch interessanter aus, oder? Speed! Was bist du denn? Ich glaube, ich bin ja auch das erste Mal hier. Im All. Ach, scheiße. Ich habe irgendwas genommen. Guck mal da, sieht aus wie so eine dicke Luke. Weil mein Sauerstoff gleich echt zur Neige geht. Open hier. Ja, oben, bitte. Ne. Ach so, das ist eine Luke. Scheiße. Guck mal, jetzt müssen wir alles ersetzen. Und ich bin auch noch auf dem Kopf. Warum bin ich denn so alleine? Ja, wenn das mit mehreren spielt, dann wird das wahrscheinlich machbar sein, was zu besorgen. Sag mal immer, ich brauche hier das und das. Oh, das sind ja Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Plasma. Escalator. Boah, krass. Zusammen überleben im All. Wie in dem Film Gravity. Wir werden gleich ersticken. Ach, ich habe die Steuerung komplett verhunzt. Habe ich da... Es gibt bestimmt auch irgendwo einen Schacht hier. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was ist das für ein Still, ne? Das ist ja immer so still, ja. So. Das ist nochmal eine Luke, wahrscheinlich eine... Oh. Also reinkommen wir da in dem Schiff nirgends wie. Nicht wie ich wüsste jedenfalls. Ich habe auf jeden Fall einen Teil mitgenommen, das ist schon mal gut. Okay, wir verlieren jetzt ordentlich Luft. Gucken wir wenigstens mal rein. Schreiben tun wir miteinander scheinbar. Sind immer verschwommener. Meine Panik.
versuche ich es nochmal bei der Tür. Aber da bin ich so doof wegen dem Druckausgleich. Es scheint keinen Sprit zu haben. Hören wir da auf. Also ich habe keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, die Einsteigerfreundlichkeit ist nicht so wirklich da. Ich flieg weg. Ja, was soll man sagen? Wir haben die drei Wracks hier. Planeten, die wir nicht besuchen können. Und müssen wahrscheinlich das Ding in Start klar bekommen. Und das geht wahrscheinlich 100 Milliarden mal besser, wenn man das gemeinsam versucht. Denn ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, was wir da reinmachen müssen. Du bist tot. An sich geile Idee.